Ja, hallo Freunde und willkommen mal wieder. Heute will ich euch zeigen, wie wir die Werbung blocken können, wenn wir mit unserem Android-Smartphone im Internet unterwegs sind oder vielleicht auch ja, kostenlose Apps nutzen, wo ständig Werbebanner eingeblendet werden, die uns nerven. Das müssen sie ja auch, denn sonst beachtet sie ja keiner. An der Stelle will ich aber auch nochmal sagen, dass es vielleicht etwas ja unmoralisch ist oder zumindest ein bisschen gemein, denn die Entwickler, die arbeiten ja daran und stellen uns diese Apps ja kostenlos zur Verfügung und sie finanzieren sich ja ein bisschen über die Werbung oder ein bisschen mehr. Genau, deswegen ist das vielleicht ja mindestens ein bisschen gemein. Wer das aber trotzdem tun möchte, der kann das natürlich machen. Und zwar gibt es hier eine App, die kostenlos ist auch, ja, und aber auch Open Source. Die nennt sich hier Other Way. Sieht so aus, das ist bei mir jetzt schon installiert, ist gerade deaktiviert. Ja, das kann man jederzeit aktivieren und deaktivieren. Die arbeitet ja, wie gesagt, sehr zuverlässig und nach einem eigentlich ganz einfachen Prinzip. Ja, die werden diese die Ad-Server, das sind diese Werbeserver, wo das Werbe, wo die Werbung herkommt sozusagen, die werden hier in unsere lokale Host-Datei eingetragen und dabei auf den Local Host umgeleitet, ja, also auf unserem eigenen Gerät hier, so dass die Werbung eigentlich ja nicht blockiert wird, die wird erst ja gar nicht geladen, ja. Genau, der Haken hier vielleicht, ein kleiner Haken hat die Sache hier, und zwar da brauchen wir natürlich Root-Rechte, um diese Host File beschreiben zu können, ja. Dieser File, die liegt in dem Systemverzeichnis und die ist read-only für den User, also nur lesbar. Damit wir diese Datei beschreiben, muss das Handy, das Smartphone muss auf jeden Fall geroutet sein, ja, sonst funktioniert das leider nicht. Genau. Die App, die hat hier auch ein paar coole Optionen hier. Wie ich finde, hier sind nochmal die Hostquellen, ja, das sind hier die Hosts, die Listen, ja, wo die App das hier sozusagen herunterlädt und in unsere Hostdatei einträgt, alles. Einmal das, dann haben wir hier meine Listen, genau, hier können wir uns auch ja, so Blacklists erstellen, ja, also manuell auch Websites sperren und so weiter oder Whitelist hier ja, bestimmte Server oder Webseiten zulassen, die hier vielleicht standardmäßig gesperrt sind. Hier können wir noch mal einmal Umleitungen vornehmen. Dann haben wir hier noch mal zurück und zwar genau, DNS-Anfragen protokollieren, das ist, wenn mal vielleicht doch eine Werbebanner oder irgendwie, wenn wir eine App starten und die Werbung doch eingeblendet wird, obwohl die App hier aktiviert ist, dann können wir hier ein ja, TCP-Dump erstellen und dann die App starten, ja, und dann können wir in den Logfiles nachschauen, nach dem Ad-Server dann suchen und dann sozusagen manuell eintragen in die Blacklist. Dann ist das auch erledigt, ja. Dann haben wir hier noch mal eine, hier nach Adware suchen. Hier kann man noch mal sich alles durchlesen. Genau, dann gibt es hier noch eine Option. Hier haben wir noch ein paar Einsch. Ach genau. Und zwar, wenn wir jetzt diese App aktivieren, es gibt auch andere App, die nicht mehr funktionieren. Ja, wenn der Ad-Server nicht antwortet, sozusagen, dann funktioniert die App auch nicht. Da können wir hier auf unserem Smartphone sozusagen diese Option hier aktivieren und da wird dann ein lokaler Webserver aktiviert. Genau, und der so dass die
Anfrage dann eben beantwortet wird und dass die App funktioniert, dann wird die, das ist eben eine weiße Seite. Ja, das ist auch nochmal super cool hier. Hier, ja, kann man nochmal, hier steht nochmal, hier, da war nochmal der Hinweis hier, dass wir, jetzt ist es weg, dass wir Root-Rechte brauchen. Genau, so viel zu den Optionen. Hier gibt es noch ein paar Infos, ja, die vielleicht hilfreich sind. Genau, zur Installation. Ja, das Problem ist, dass diese App in den Google Play Store oder in den App Store nicht zu finden ist. Die wurde dort ja schon seit langem eigentlich gebannt. Ja, warum, kann man sich bestimmt denken. Deswegen muss man die App manuell installieren. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Man kann sich einmal herunterladen, die APK hier, und dann hier auf dem Smartphone rüberziehen und dann installieren halt. Oder aber man kann über F-Droid am besten, ist etwas sicherer und einfacher auch, installieren. Ja, da dieses F-Droid, das ist, wir können mal ganz kurz, das ist das hier zum Beispiel. Das ist ein alternative App Store sozusagen. Hier gibt es Apps, die sind Open Source alle, und ja, viele, die wir in den Google Play oder App Store nicht finden, die finden wir dann eben hier. Diese die F-Droid selbst, das kann man, denke ich, über Google Play installieren, ganz einfach. Und dann hat man hier nochmal die Möglichkeit, wir können nochmal nachschauen. Jetzt habe ich aber kein Internet, habe ich doch. Nach Add Away suchen. Add Away. Jetzt hier, genau, das ist das hier, ja, das ist jetzt bei mir installiert. Genau, hier rüber dann am besten über F-Droid installieren und aktivieren. Bei der Aktivierung muss, oder Deaktivierung eben, da muss das Smartphone einmal komplett neu gestartet werden, damit diese, ich kann ja mal Dateien hier, genau, hier kann man sich nochmal die Host-Datei ansehen irgendwo. Können wir mal kurz nachschauen, wie das aussieht. Host-Datei öffnen, genau. Und das sieht jetzt zum Beispiel so aus, ja, das sind hier zwei Zeilen. Da die App ist jetzt deaktiviert. Ich aktiviere das mal und können wir dann nochmal nachschauen. Jetzt werden die diese Host-Dateien, die werden jetzt runtergeladen. Ich mache mal jetzt ja, ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Und starte jetzt das Smartphone komplett neu und dann können wir noch mal in den Host-Dateien nachschauen, wie das aussieht. Die ist dann eben wesentlich größer. Ja, ja, ansonsten war das eigentlich auch schon alles. Ja, ich hoffe, ich konnte euch, ich starte jetzt mein Smartphone, damit helfen, ja, das, und ja, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Wir warten jetzt noch mal ganz kurz, dass der mein Smartphone hier wieder hochfährt, einfach um in den Host-File noch mal nachzuschauen. Der ist gleich soweit. Die Links, ich werde am Ende des Videos einen QR-Code einblenden, da könnt ihr euch, ja, einfach mit dem QR-Scanner gelangt ihr direkt zu den, zu den Links, zum Beispiel F-Droid oder Adaway, die Anwendung, ja, da könnt ihr euch direkt aufs Handy ziehen und installieren. Genau, jetzt ist mein Handy wieder da. Mein Smartphone. Und jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal nachschauen. Genau, jetzt wird nochmal eine Oberfläche. Genau, jetzt ist es aktiviert, ja.
Die neuesten Host-Dateien sind aktiv und die Host-Datei sieht jetzt so aus. Namensskriptfehler in der Zeile, okay. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Der öffnet sie nicht, aber wir können nochmal schnell. So, nochmal, wir können vielleicht mit Datei öffnen. Okay, das macht er jetzt nicht, aber dann, ach Gott, wenn das mal was. Wir können jetzt uns die, oh Mann, nee, irgendwie, so, zack. Wir können mal hier, beziehungsweise können wir uns hier eine Kommando Zeile aufrufen, Mann, und was nehmen wir da, okay, ich hab's gleich hier irgendwie, weiß nicht, mein Total Commander, da ist er. Hier können wir uns dann nochmal die Host-Datei schnell anzeigen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin, aber ZKTC Host, mal schauen, ob das funktioniert. Genau, und jetzt können wir sehen, dass diese Datei jetzt riesig lang ist. Ja, hier sind jetzt, hier kann man auch noch mal sehen und nachvollziehen, was alles blockiert wird sozusagen. Ja, die ganze Ad-Servers, sogenannten Ad-Servers, sind auch wahrscheinlich noch ein paar andere Seiten hier, wenn man, genau, das wird jetzt noch geladen, die ist jetzt elend lang, aber ja, wie gesagt, das ist wirklich sehr zuverlässig und ja, man kann auch wieder deaktivieren jederzeit. Genau, das war's jetzt aber wirklich alles. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal.